In diesen Tagen feierte das Museum in Bautzen mit einem Festwochenende sein 150-jähriges Bestehen. Im großen Haus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters ging es festlich zu. Heute vor 150 Jahren, am Dienstag, dem 12. Oktober 1869, öffnete das nach den Vorstellungen des Bautzener Buchhändlers und Antiquars Oskar Rösker aufgestellte Museum für Altertümer der Stadt Bautzen erstmals für Interessierte die Türen zu einigen wenigen Ausstellungsräumen, die damals in der Bürgerschule am Buttermarkt untergebracht waren. Ich freue mich, dass wir heute, 150 Jahre später, gemeinsam dieses Ereignis feiern und dabei lernen zurück und verantwortungsvoll optimistisch nach vorne blicken können. Herzlich willkommen, schön, dass Sie so zahlreich zu unserem Festakt hier in das Theater gekommen sind und herzlichen Dank an den Hausherrn Lutz Hillmann, dass wir heute hier sein können. Der Festakt ist der zentrale Teil unseres Festwochenendes, das Ihnen mit all seinen Programmpunkten, insbesondere im Museum, in das wir ja anschließend gemeinsam gehen werden, natürlich weit offen steht. Im Konzert der größeren Bautzener Kultureinrichtungen ist das nun seit 150 Jahren bestehende Museum quasi das Nesthäkchen. Das Bautzener Theater ist mehr als viermal älter als das Museum und die Bibliothek, aus der das Museum hervorging, blickt auf Anfänge im Jahre 1596 zurück. Ebenso ist das Gymnasium deutlich älter als das Museum. Es wurde als Nova Schola Budistinensis 1527 gegründet. Wir fühlen uns unter den deutlich älteren, um nicht zu sagen deutlich betagteren Bildungseinrichtungen Bautzens sehr wohl und nehmen auch von unserer Seite aus sowohl die Schaffung von gemeinnützigen Angeboten zur kulturellen Bildung im ländlichen Raum, in der Oberlausitz, als auch unsere zentrale Sammlungsarbeit und darüber hinaus die Arbeit im Museum als Ort diverser weiterer Funktionen sehr ernst. Ihr Museum, meine Damen und Herren, gehört zu den größten im Freistaat Sachsen, mit einer schönen Tradition, mit auch guten Erfolgen. 2011 der Museumspreis des Freistaats Sachsen für moderne Vermittlung und neue Ideen in der Vermittlung. Und ich wünsche Ihnen auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiterhin viel Erfolg. Das ein oder andere wird sich ändern. Ich sehe es bei meinen Kindern, Digitalisierung, neue Medien und andere Dinge werden Bestand haben oder eine neue Faszination erleben. Ich glaube auch, dass diese Faszination der Objekte und die Vermittlung, wie Dinge entstanden sind, wie handwerkliche Hintergründe sind, eine weiterhin große Bedeutung haben wird. Und ich unterstütze die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden dabei, mit ihrer Sammlung in die Region zu gehen, zu kooperieren mit den Museen bei uns im Freistaat Sachsen. Wir sind uns einig, auch in der neuen Regierung, dass die Kulturraumförderung eine große Bedeutung haben wird, die wir ausbauen wollen, dass die Landesstelle für Museumswesen mit Frau Miet an der Spitze in ihrer segensreichen Arbeit auch in den kommenden Jahren unterstützt werden soll. Denn, meine Damen und Herren, das Wissen um die Vergangenheit, das Lebendighalten unserer Identität und Kultur, und das findet in Museen statt, ist die Voraussetzung, dass man aus der Geschichte die richtigen Schlüsse ziehen kann und auch nach vorn gehen kann. Museen sind eben die Orte, die Zeugnis ablegen über unsere Vorfahren, über die Zeiten, in denen sie gelebt haben, über die Gründe, warum sie sich für gewisse Sachen entschieden haben und warum sie Richtungen eingeschlagen haben, die dann eben auch zu
ganz konkreten auch Ergebnissen geführt hat. Ich beneide den Dr. Vollbrecht als Museumsleiter so ein bisschen darum, dass er manchmal einige von diesen Ausstellungsstücken höchst persönlich, das ist eine Versicherungsvorschrift, zu Ausstellungen nach New York oder Tokio fliegen muss. Aber das ist natürlich toll, dass wir solche Botschafter haben. Also ich meine jetzt die Objekte, Jürgen natürlich erst recht. Aber dass wir solche Objekte haben, die auch regelmäßig angefragt werden in den großen und größten Museen, bekanntesten Museen der Welt, wo dann eben auch immer ein Hinweis steht, dass der Kranach oder diese Druckstöcke oder andere Objekte, dass die aus dem Stadtmuseum Bautzen kommen. Insofern ist es tatsächlich auch eine Botschafterfunktion. Und an dieser Stelle, lieber Jürgen, dir und deinem Team einen ganz, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit. Ich habe, seitdem die sächsische Staatsregierung das erfunden hat, das Vergnügen, der Jury des Sächsischen Museumspreises zu sitzen. Das Vergnügen ist sehr einfach, weil das ist nur alle 2 Jahre. Und dann liegen da Museen als Unterlagen vor. Man kennt die logischerweise auch, sonst hat man eine lustige Reiseaufgabe, um zu sagen, worum geht's denn da eigentlich. Und ich durfte die Lobrede auf das Museum von Bautzen halten, als das Bautzener Museum Bautzen den Sächsischen Museumspreis bekam. Und aus einer langen, langen Lobrede sollte ich jetzt einen kurzen Gedanken mitbringen. Und dieser kurze Gedanke geht so. Der Blick zurück und der Schritt nach vorne, das scheint mir das zu sein, was für das Museum in Bautzen das besonders Lobenswerte erscheint. Damit werden Sie jetzt so nichts anfangen können. Ich lege ganz wenige Gedanken drunter und dann passt das. Zunächst mal, das klang schon an, wir sind nicht irgendwo und wir sind auch nicht wirklich einfach nur so in Sachsen, sondern wir sind auch in den Lausitzen. Und Lausitzer Museen der alten Spielklasse sind für meine Begriffe sehr anders als die im Rest von Sachsen. Und das geht zum Beispiel so, dass in der Lausitz in vergangenen Zeiten, die leider vergangen sind, sehr vermögende Bürgerinnen und Bürger sehr viele Interessen für die Welt aufbrachten und sehr weit entfernt von jeder akademischen Bildung waren und das nicht einfach auf sich beruhen ließen, sondern sich ransetzten und das zu ändern gedachten vor Ort. Und das kann man, ich denke, den Städtenamen darf man hier erwähnen, in Görlitz genauso gut sehen wie auch in Zittau sehen und auf jeden Fall auch in Bautzen sehen. Und von daher sind von den großen Städten in den Lausitzen die Museen so ganz, ganz anders als in Sachsen, weil man in Also ich wohne in Leipzig, deswegen darf ich das hier so sagen. Das konnte man in Leipzig viel gelassener hinnehmen, weil die Bildung steckt in der Universität und da ist sie drin, da ist sie gut aufgehoben. Und ja, irgendwann fängt man auch mal an zu sammeln, aber in dieser Intensität und der Breite, das läuft interessanterweise oder läuft nur hier. Von daher gibt es einen großen Blick nach hinten, in die Vergangenheit, den man aber auch irgendwo weitertragen muss. Der zweite Gedanke, zurück und nach vorne, geht so. In vielen Städten kommt irgendwann das Thema, wo tun wir das wachsende Museum hin, wenn es wie hier eben aus der Bibliothek rauswächst und gewissermaßen stört. Wir müssen eine neue Lösung finden. Die gängige Lösung ist, ein nicht mehr benötigtes Baudenkmal zum Museum umzunutzen. Zittau bis heute zu sehen oder in Görlitz. Oder man denkt, wir bauen uns was Neues dahin. Und dieses, ich nenne das jetzt mal Kombipaket, und das ist durchaus nicht negativ gemeint, ist so eine Art eine Lösung für alles. Also wie man in den richtig großen Städten, bitte nehmen Sie das nicht persönlich, aber Berlin ist ein bisschen größer als Bautzen oder München ein bisschen größer als Bautzen. Da baut man üblicherweise 1900 ein Kunstmuseum, ein Naturmuseum, ein historisches Museum und dann ist so ein gewisses Besteck da, das hat man da. Und für die Mittelstädte, die wirklich was wollen, und da spielt eben Bautzen die vordere Geige mit, dann kommt ein Gebäude, was alles zugleich lösen soll. Und dann kommt eben ein professionell ausgedachter Oberlichtsaal, weil da steckt man halt Gemälde, Kunst rein und das muss man so haben. Dann gibt es andere Räume, die von der Seite belichtet werden für die naturwissenschaftlichen Sammlungen, für die historischen Sammlungen, für die volkskundlichen Sammlungen. Und das war in den Bauzeiten dieser Zeit damals hip, eine Scheinkapelle brauchte man auch. Also ein Raum, der so aussieht wie eine Kirche, aber der keine ist, damit die Objekte, die mal in Kirchen waren, sich im Museum auch wohlfühlen. Und das ist in Bautzen sozusagen in diesem Gebäude wie in einem guten Guss gelungen. Das Besondere oder sozusagen die Liebeserklärung, wie Sie sagen wollen, an Bautzen ist folgendes. Zurück nach vorne, das auf der Wegstrecke nicht irgendwann zu vergessen. Es soll jetzt kein böser Kommentar, nur eine Beobachtung sein. Sie haben ähnliche Lösungen auch in Chemnitz und auch in Zwickau zu sehen. In diesen beiden sächsischen Städten kommt aber irgendwann die übliche Ausdehnung des Museumswesens, das Kunstmuseum oder die Kunstsammlung dehnen sich so weit aus, dass der Rest halt gehen muss. Und dann bleibt dieses Gebäude jetzt als Kunstmuseum übrig. Und hier steckt immer noch der Obersaal als Kunstmuseum
Abteilung, wenn Sie so wollen, mit den anderen Abteilungen unter einem Dach. Und die Scheinkapelle ist immer noch eine Scheinkapelle. Und keiner zerbricht sich den Kopf, was machen wir mit diesen blöden Räumen, die irgendwie aussehen, aber ein modernes Konzept irgendwie stören. Es geht irgendwie nur Blick zurück und trotzdem nach vorne. Und das beweist das Bautzener Museum in seiner Architektur und mit dem Versuch, damit zu leben, in einer, wie ich finde, in Sachsen unvergleichlich guten Art und Weise. Und da kann man riesig stolz drauf sein. Und deswegen kann man sagen, das ist das richtige Kompliment für einen 150. Geburtstag. Nach dem Festakt im Theater lud der Jubilar das Bautzner Museum selbst zum Besuch und zur Eröffnung einer neuen Sonderausstellung in seinen Räumen ein. Am Rande der Gesellschaft. Balach, Springer, Arimoto. Zwei Tage vor der Eröffnung haben wir schon einmal einen Blick in die neue Ausstellung wagen dürfen. Wir haben ja 150 Jahre Museum Bautzen und während wir uns mit dieser Geschichte des Museums beschäftigen, begegnen wir ja immer Oskar Rösker, dem Bautzener Buchhändler und Antiquar, der sehr viel mit der Gründung des Museums zu tun hat. Und Rösker hatte eine Angewohnheit, die man kennen muss. Rösker ging Weihnachten in das Goldene Lamm, das war ein Gasthof in Bautzen da in der Heringstraße Burglehen da unten. Und er ging dorthin zu Weihnachten, weil er dort nämlich genau Landstreicher und Obdachlose treffen wollte, die sich da um das Weihnachtsfest immer versammelt haben, um mit denen zu reden, essen, trinken, hat sich da immer ein paar Stunden aufgehalten. Das macht jetzt noch keine Ausstellung. Es gab ein paar andere, konkretere, weitere lose Enden, wenn man so will, die in die Richtung führten. Wir hatten die Gelegenheit, vor ein paar Jahren mit dem Balachhaus in Hamburg ins Gespräch zu kommen. Da ging es um Leihgaben, die von uns dahin gingen in eine Ausstellung. Das haben wir auch gemacht und da kam die Idee auf, wir könnten ja auch mal Balach in Bautzen zeigen und da war eine Möglichkeit, die mir so durch den Kopf ging, man könnte ja die Bettler, die Balach als Plastiken dargestellt hat und die er auch gezeichnet hat, mal als Ausgangspunkt nehmen für eine Ausstellung, die sich mit dieser Thematik Obdachlosigkeit, Armut, Bedürftigkeit von Menschen beschäftigt. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Balach 1906 eine Russlandreise gemacht hat und dort alle möglichen Dinge aufgezeichnet hat, die ihm begegnet sind, unter anderem auch Bettler, die ihn beeindruckt haben dort. Und deswegen hat er dann nach dieser Reise auch jahrzehntelang aus den Aufzeichnungen, die er dort gemacht hat, geschöpft und unter anderem dann ja noch einige Jahrzehnte lang auch Plastiken hergestellt, die Bettler zeigen und bedürftige Leute, aus verschiedenen Gründen bedürftige Leute. Dann war die Überlegung von dort aus einfach mal zu sagen, wir können ja versuchen, diesen Ansatz von Anfang des 20. Jahrhunderts mit anderen Ansätzen, von denen wir inzwischen gehört hatten, zu kombinieren. Es gibt Reinhard Springer, der ist Jahrgang 53, ein Dresdner Grafiker und Maler, der sich mit allen möglichen grafischen Techniken beschäftigt, seit den früheren 80er Jahren sich auch mit Menschen am Rand der Gesellschaft beschäftigt. Der hat dann ab 89, ab der politischen Wende, damals dann waren ihm Leute aufgefallen im Dresdner Stadtbild, die obdachlos sind und die da so rumsaßen irgendwie. Und dann hat er versucht, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und hat sich auch dafür interessiert, sie zu zeichnen und grafisch abzubilden in einer Weise, die der Balach schon in einer bestimmten Hinsicht sehr nahe kommt und auf der anderen Seite aber auch eine ganz eigene Art der Darstellung natürlich ist. Als eine dritte Komponente in diese Ausstellung kam der japanische Fotograf Shinya Arimoto mit einigen Arbeiten. Arimoto beschäftigt sich mit Menschen, die er als Straßenfotograf immer wieder fotografiert, vor allen Dingen in japanischen Großstädten, insbesondere in der größten Stadt der Welt, in Tokio. Und wenn man in Tokio ist, dann begegnet einem dort auch unter anderem eine ganze Reihe von Obdachlosen, die sich deutlich unterscheiden in ihrer Herangehensweise an den Versuch, sich in eine Gesellschaft zu integrieren, zu den europäischen Leuten.
Und das fanden wir jetzt reizvoll, irgendwie das in der Fotografie festzuhalten. Auch hat Arimoto eigentlich nur Leute fotografiert, die er persönlich kennt. Das war natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und er hat uns Bilder geschickt, die zu diesen Ansätzen passen, die wir ihm gezeigt haben von Barlach und von Reinhard Springer. Und auf die Weise sind diese drei Herangehensweisen an dieses Thema, die alle drei sich irgendwie da ähnlich sind, wo sie den Respekt vor dem Menschen, egal was er macht, und die Würde des Menschen auf der anderen Seite auch deutlich in den Mittelpunkt ihres Tuns stellen. Das hat uns dann überzeugt, die zusammenzubringen, und wie wir jetzt in der Ausstellung sehen, funktioniert das auch ziemlich gut, auch wenn wir diese so sehr, in einer gewissen Weise so sehr verschiedenen Dinge auch einfach nebeneinander stellen. Ist ganz schön geworden. Noch bis zum 19. Januar des kommenden Jahres ist die Sonderausstellung im Bautzner Museum zu sehen. Noch mehr Informationen gibt es im Internet unter www.museum-bautzen.de.